最後になったらどこで待つ、テテゴと母ゴどこで待つ、テテゴと母ゴとゴトゴトと一刻は足で待てばよい、テテゴと母ゴとゴトゴトと一刻は足で待てばよい、母ゴがいなけりゃどこで待つ、テテゴだけならどこで待つ、ごとごと回るば車待たずに持って行けばよい。Heute ist es sehr windig, nicht? Kommen Sie auch aus Edo, Herr? Nanu, wer ist denn das? Wo ist der Herr dieses Hauses? Also, es war niemand hier, als ich hereingekommen bin. Dies ist ein merkwürdiges Haus, so weit ab von der Straße. Na, ist dir kalt, mein Junge? Mhm. Daigoro, lass uns gehen. Aber der Wind weht dort draußen so stark. Daigoro, komm jetzt! Gehört ihr zu den Yagyu? Ja! Du hast ihn gerettet. Wie kann ich dir danken? Ja, was willst du mir sagen? Shirakawa. Shirakawa? Daigoro, bring Wasser. Hm? Beeil dich. Die Stadt Izuka
Genbei Dana. Ofume. Daigoro, schon gut. Dieser Mann da, dieser Mann hat dein Leben gerettet. Du musst dich bei ihm bedanken. Du hast das Wasser getrunken. Komm nur, trinke ruhig noch weiter. Du wirst uns auch folgen. Das steht fest. So sind unsere Regeln. Wir erledigen unsere Beute. Auch wenn wir sterben, unsere Beute entgeht uns niemals. Du wirst noch an mich denken. Sieh doch mal, schon wieder dieser Junge. Gestern hat er auch so dort gesessen. Seit vorgestern ist er schon da am Wasser. Er sieht aus wie euer verstorbener Sohn, wirklich ganz wie euer verstorbener Sohn. Ja, hey. Er spielt nicht mit den anderen Kindern. Die ganze Zeit angelt er nur. Das ist wohl seine Lieblingsbeschäftigung. Ein komisches Kind. Sieh doch nur. Da sind die anderen Jungen. Hey du, wo kommst du denn her? Mund auf, hörst du? Was machst du hier? Wo kommst du her? Hey du, hallo. Antworte doch mal, wer bist du? Sieh dir das an. Lass sie nur machen. Das ist ein Streit unter Kindern. Aber alle gegen einen, das darf nicht sein. Schon wieder. Du hast hier gar nichts zu suchen. Los, geh weg hier. Der Junge ist wohl ein richtiger Schwächling. Was haben seine Eltern ihm denn beigebracht? Ein Mann muss gegen die Ungerechtigkeit kämpfen, auch wenn er kaum eine Chance hat. Unser Naminosuke hätte sich schon längst gewehrt. Ja, richtig. Du musst bei mir bezahlen, wenn du hier angeln willst. Du darfst hier doch nicht einfach so angeln. Das geht aber nicht. Er hat überhaupt kein Geld dabei. Da hast du Pech gehabt. Dann kriegst du keine Fische. Au! Sieh mal. Der kleine Mann ist also doch kein Schwächling. Das kriegst du nicht. Los, schnell, tu doch etwas. Ja. Bleib still! Hey, bleib das still! Hey, halt doch! Halt hier! Hey, wo bist du? Bitte raus! Stehen bleiben! Hilf mir! Hey, was machst du denn? Lass sie weg hier! Komm los! Junge, lass das! Gib her! Das ist zu gefährlich. Hör zu, du hast gewonnen. Sieh mal, die sind alle weggelaufen. Mein Kleiner, na sowas. Das hast du sehr gut gemacht.
Komm, mach deine Augen zu. So. So. Bring es wieder zurück. Das ist kein Spielzeug. Hm? Ich will mal sehen, ob da jemand drin ist. Hören Sie bitte, wenn jemand dort drin ist. Ich möchte Ihnen gern etwas sagen. Ein Schwert ist für ein kleines Kind viel zu gefährlich. Da kann was passieren. Ich erlaube mir hereinzukommen. Ich komme. Er ist krank. Ja, hey. Hole den Doktor. Lauf schnell. Ja. Ist er dein Vater, Junge? Hier, siehst du? Jetzt verstehe ich. Du wolltest diesen Fisch deinem Vater bringen, habe ich recht? Darum hast du dich mit aller Kraft gegen diese Jungen verteidigt. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Wir sind jetzt bei dir und helfen dir. Wie sieht es aus, Herr Doktor? Es ist wohl eine Lebensmittelvergiftung, aber irgendwie merkwürdig. Auf jeden Fall muss man ihn ein paar Tage sehr genau beobachten. Ja, sehen Sie mal hier. Das ist ja wirklich sehr ungewöhnlich. Diese Angelschnur ist aus Pferdehaar gemacht. Aus Pferdehaar? Ja. Wo der Junge doch so klein ist, dass er fast noch an der Brust seiner Mutter hängen könnte. Ich muss sagen, das ist schon sehr eigenartig. Der Doktor ist da und sieht ihn sich an. Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen, Kleiner. Hier, willst du etwas essen? Hier. Aber was hast du denn? Danke, vielen Dank. Was hat das um diese Zeit zu bedeuten? Oh, ihr seid wach. Bleibt liegen. Langsam. Langsam. Ich danke euch für eure Fürsorge. Wo wollt ihr hin? Wartet doch. In eurem Zustand dürft ihr nicht umherlaufen. Die Glocken rufen nach mir. Ich muss fortgehen. Was sagt ihr? Aus vielerlei Gründen bin ich zum Jäger geworden. Ihr dürft mich nicht aufhalten. Vati! Laigoro, du musst hier auf mich warten. Komm mir nicht nach. Was er dort wohl zu tun hat? Ich weiß es. Ja, was denn? Diese Glockenschläge. Zuerst lang, ziemlich tief und lange anhaltend, dann kurz, tief und anhaltend. Diese Glockenschläge rufen die Menschen im Krieg zum Kampf. Ich bin Shogo Iwane. Ich komme als Abgesandter der Schattengarde der Yakyu. Sicher wisst ihr, warum wir euer Leben fordern. Nur zu genau. Drei unserer Leute haben in der Togeh-Schlucht durch euer Schwert ihr Leben verloren. Das ist allerdings ein Meisterstück gewesen, dem ich nur meinen Respekt zollen kann. Aber dennoch seid ihr für uns ein unreifer Amateur. Ein Beweis dafür ist, dass es euch noch nicht einmal möglich ist, euer Schwert zu ziehen. Mit eurer schwindenden Geisteskraft und mit eurem ohnmächtig herabhängenden Arm könnt ihr euch unmöglich gegen uns stellen. So will ich euch denn die Gnade erweisen, euch beim Harakiri den Kopf abzutrennen. Ich danke euch für euer edles Angebot, aber ich, Ito Ogami, habe mich dafür entschieden, mich auf Gedeih und Verderb dem Fluss der Zeit zu überlassen.
Es tut mir sehr leid, aber ich habe nicht die Absicht, von eigener Hand zu sterben. Auch gut, wie ihr wollt. Dann werden wir kämpfen. Jetzt. Ich soll eine gewisse Ofumi aufsuchen? Was hat das alles zu bedeuten? Wie lautet dein Name? Sekichi?
Daigoro, du wartest hier auf mich. Er ist nicht da? Wie kann der Vater dieses Jungen weggehen? Das verstehe ich nicht. Dr. Ryuan hat gesagt, dass er unbedingt noch einige Tage liegen muss, bis er wiederhergestellt ist und seinen Weg fortsetzen kann. Warum ist er nur so unvernünftig? Es tut mir leid, aber von diesen Dingen weiß ich leider gar nichts. Sie haben ja schon bemerkt, das Kind ist außerordentlich schweigsam. Er wird sicher schnell zurückkehren. Seid gegrüßt, meine Herren. Ich bin wieder da. Oh, und wie war es? Nun ja, genauso, wie wir vermutet haben. Der Junge ist also ganz allein? Ja. Und sein Vater ist noch immer nicht zurückgekehrt? Nein. Hallo, Kleiner. Was machst du hier so ganz allein? Wo ist dein Vater? Warum kommt er denn nicht zurück? Ich weiß es nicht. Ja, aber er muss doch irgendwas zu dir gesagt haben. Und als ich ihn dann etwas genauer fragte, hat er endlich gesagt, er sei schon den ganzen Tag dort allein. Von Kopf bis Fuß war er dreckig und er hatte so großen Hunger. Deswegen habe ich ihn hergebracht. Sicher bist du damit nicht einverstanden und wirst mit mir schimpfen. Ich habe ihn gebadet und ihm etwas zu essen gegeben. Natürlich hatte er keine frische Wäsche zum Anziehen. Darum habe ich ihm einige Sachen von Naminosuke gegeben. Sie passten ihm wie angegossen, als wären sie für ihn bestimmt. Er stand so vor mir, als ob er Naminosuke selbst wäre. So ein lieber kleiner Junge. Eins und zwei. Eins und zwei. Eins und zwei. Eins und zwei. Wie lange ist es doch schon her? Das Lachen so fröhlicher Kinderstimmen. Dreht sich und dreht sich, ja. Sehr gut. Hier, gleich nochmal. Eins. Und weiter. Eins und zwei. Eins und zwei. Eins. Nochmal. Eins und zwei. Eins und zwei. Eins. Wie geht es dir? Daigoro. Komm her. Ja. Na, was ist? Willst du heute vielleicht bei uns übernachten? Großartig. Das ist ja schön. Du machst dir sicher Sorgen um deinen Vater. Wir schicken jemanden zur Ikoko-Brücke, um zu sehen, ob er kommt. Daigoro, wie wär's mit einem Wettkampf mit dem Kreisel? Hm? Also dann. Ja, schon geht es los. Es geht los. Hm? Was für ein Kampfgeist. Er wird dich bestimmt besiegen wollen. Oh ja, natürlich. Dich stört wohl deine Kleidung. Warte, ich helfe dir. Komm her. Gleich geht es besser. So, jetzt. Achtung, Daigoro, pass auf. Gleich geht es los. Er macht so ein ernstes Gesicht. So, nun fangen wir an. Komm her. Also, welchen möchtest du haben? Diesen hier? Gut, warte, ich bin zuerst dran. Mal sehen, ob ich es überhaupt kann. Hui! Bist du noch wach, Daigoro? Ich habe dir etwas Süßes mitgebracht. Sieh doch mal. Seikichi. Wer ist denn da? Wohnt hier eine Ofumi?
Ofumi, ja, das bin ich. Kennen Sie vielleicht einen Mann namens Sekichi? Aber sicher, das ist mein Mann. Ist etwas mit ihm nicht in Ordnung? Hat er etwas angestellt? Ihr Mann hat leider sein Leben verloren. Vor 5 Tagen. In einer Hütte. Unterwegs zur Kunimi-Schlucht. Ach ja? Gestorben ist er also, sagen Sie? Ach was, das glaube ich Ihnen nicht. Nein, es ist keine Lüge. Hören Sie schon auf mit diesem Unsinn. Moment, warten Sie einen Augenblick. Ich komme vom Sakakibara-Clanrat. Ich bin Kichuro Hayashida. Ich befehle euch, kommt mit zur Wachstation. Was ist denn los? Aufstehen! Wie heißt du? Was werft ihr mir vor? Ich will deinen Namen wissen. Hast du verstanden? Ein hartnäckiger Bursche. Naja, immerhin ist er ja von Regierungsbeamten für eine äußerst geheime Mission ausgewählt worden. Deswegen ist das eigentlich kein Wunder. Geheime Mission? Ist schon klar. Also dann, wenn wieder jemand kommen sollte, um meinen Mann zu besuchen, werde ich Ihnen natürlich Bescheid sagen. Sie können sich auf mich verlassen. Danke, gut gemacht. Gern geschehen. In welcher Verbindung stehst du mit dem Zimmermann Sekichi? Ich habe ihn unterwegs kennengelernt. Wenn du ihn unterwegs getroffen hast, warum bist du hierher gekommen? Jener Sekichi hat sein Leben verloren. Wenn man zufällig Zeuge wird, wie jemand stirbt, dann ist es doch nicht allzu verwunderlich, wenn man dessen Frau sofort benachrichtigt. Bist du dir sicher, dass er tot ist? Ich habe ihn bestattet. Und wo ist die Zeichnung? Die Zeichnung? Die von dem Schloss. Du musst doch etwas davon wissen. Eine Zeichnung vom Shirakawa-Schloss, die Sekichi beim Umbau des Schlosses gestohlen hat. Du gehörst sicher auch zu der Bande von Sekichi. Das haben wir schon herausbekommen. Wie viele von euch sind auf geheimer Mission? Nun, rede schon. Sonst müssen wir deiner Erinnerung mal ein wenig nachhelfen. Du wagst es zu schweigen? Ein unverschämter Kerl bist du! Ich bin der ehemalige Henker der Regierung Ito Okami. Dass man mich fälschlich beschuldigt, werde ich nicht hinnehmen. Ich will, dass man mir sofort mein Schwert bringt. Du wirst tun, was er sagt. Ja. Verdammt! Was willst du hier? Sehen Sie das hier? Hat Ihr Mann bis zuletzt mit seiner Hand umklammert. Halt! Augenblick mal! Hat er dir gesagt, dass du mir das erzählen sollst? Glaubst du, dass ich dich jetzt mit Freudentränen deswegen umarme? Hast du das erwartet? Es tut mir leid, auf den Trick falle ich nicht herein. Was hat er gemacht? Tapfer gekämpft? Sich hochgearbeitet? Und dann hat er irgendwo eine schöne Frau gefunden? Er lacht wohl über seine dumme Frau, die er in diesem Provinznest Shirakawa betrogen hat. Was siehst du mich denn so an? Willst du etwas dazu sagen? Nach so einer üblen Behandlung, da muss man wohl mit allem rechnen. Nichts bleibt einem erspart.
Soll ich es dir mal erzählen? Die ganze Zeit hat er mich mit süßen Worten bedrängt. Als wir endlich geheiratet haben, ist er auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Und nun erfahre ich, dass er in geheimer Mission gereist ist. Er hat mich nur geheiratet, weil ich die Tochter des obersten Zimmermanns bin und er Zugang zum Schloss haben wollte. Er hat mich ausgenutzt, das ist alles. So, jetzt kannst du meinetwegen verschwinden. Wenn du ihn wieder triffst, kannst du ihm ausrichten, wenn er das Scheidungspapier haben will, werde ich es ihm mit Freuden auf dem Tablett servieren. Jawohl, mit Freuden! Scher dich zum Teufel! Was fällt dir ein? Na los, komm. Wir gehen jetzt zu ihm. Ich bitte dich, hör auf! Es war vor 5 Tagen. Ein scheußlicher, windiger Tag. Ich traf Sekichi. Er war auf dem Rückweg von Edo. Er kam aus Edo? Wieso auf dem Rückweg von Edo? Wenn er nach Shirakawa zurückgekommen wäre, hätte man seine Geheimmission doch sicher aufgedeckt und er wäre verhaftet worden. Er war nicht auf dem Rückweg. Ich kann dir dazu nur sagen, er hat mich mit seinem letzten Atem gebeten, dir diesen Haarschmuck zu übergeben. Das ist die Wahrheit. Wer hat ihn getötet? Ich will es wissen. Wer hat ihm das angetan? Wer hat ihn getötet? Möglicherweise bin ich daran schuld. Als ich vor 5 Tagen... von den Killern der Yagyu überfallen wurde, wollte Sekichi das Leben meines Sohnes retten und wurde dabei getötet. Er hat sich geopfert. Dieses verfluchte Gesindel! Die haben Sekichi umgebracht! Geheimagent der Regierung, stelle dich! Es hat keinen Zweck, irgendwas zu leugnen. Dein Kumpan hat sich bereits gestellt. Tatsächlich, er ist ein geheimer Beauftragter der Regierung, ganz genauso wie ich. Richten Sie uns nun beide hin, das ist die gerechte Strafe. Siehst du? Du kannst mich niemals besiegen. Du übernimmst für uns beide die Führung zur Hölle. Jetzt werde ich dich fesseln. Keine Bewegung! Du wagst es, Widerstand zu leisten? Kommt nur her. Ich bin bereit, den Kampf aufzunehmen. Hm? Worauf wartet ihr denn noch? Tötet ihn und zwar sofort. Los, Männer, nehmt ihn gefangen! Ja. Du verdammter Kerl! Ich bin nicht der Einzige aus dem Heer der Yagyu.
Ein anderer wird mir folgen und diesem ein weiterer. Solange du lebst, wirst du gnadenlos von uns verfolgt werden. Erzähle denen, die nach mir kommen, dass ich ein großer Kämpfer war und wie du mir das Leben geraubt hast. Kitschi, bitte verzeih mir doch. Ich bin so schrecklich dumm gewesen. Wie konnte ich nur an dir zweifeln? Sekichi, verzeih mir. Verzeih mir. Schon 5 Tage verbringt er so. Was würdest du tun, wenn er Naminosuke wäre? Er ist noch ein sehr kleiner Junge. Unseren Sohn hättest du nicht so dasitzen lassen. Du hast einmal gesagt, dass er zwar zu seinem Vater gehört, aber wenn seinem Vater ein Unglück zustoßen sollte, dann bist du bereit, ihn aufzunehmen. Das hast du gesagt, weißt du es noch? Das sind deine eigenen Worte gewesen. Wo hat es das schon gegeben, dass ein Vater sein Kind 5 Tage lang allein lässt? Ganz bestimmt ist ihm etwas Schreckliches zugestoßen. Ich bitte dich von Herzen, dass du mir gestattest, den Kleinen bei uns aufzunehmen. Was soll denn aus ihm werden? Er ist doch ganz allein. Selbst wenn ich könnte, wie kann ich nur erreichen, dass der Junge Vertrauen zu uns fasst? Wenn er so wie letztes Mal von uns flieht, dann ist es auch nicht das Beste für ihn. Glaub mir, dieses Mal geschieht so etwas nicht. Ich habe eine gute Idee, du wirst sehen. Eine Idee? Von heute an wirst du jede Nacht bei uns schlafen. Und du bekommst alles von mir, was du dir wünschst, mein kleiner Liebling. Er hat es ja gut hier. Wenn du ganz viel erhältst, kriege ich auch ein bisschen davon, ja? Was du auch haben möchtest, sag es mir einfach. Ach, ja, natürlich. Ich schenke dir einen Kreisel. Kiku, hol ihn her. Ja, gern. Hier, das ist eine Belohnung für heute. Oh ja, und morgen Abend bekommt er 2 und übermorgen bekommt er 3. Und dann kriegt er den 4. und immer mehr. Was machst du mit so vielen Kreiseln? Sag mir, wie sieht es denn aus? Klappt es einigermaßen? Ist der Junge eingeschlafen? Ja. Der Kleine hat sich ganz dicht an mich gekuschelt. Er hat mir so schrecklich leid getan. Sorge nur gut für ihn. Ja. Ich wünsche dir einen guten Morgen. Ah, schon auf. Sag mal, was ist denn heute nur los mit dir?
Es ist sehr ungewöhnlich, dass du so früh aufstehst. Du bist doch auch früh dran heute. Hast du vielleicht irgendetwas auf dem Herzen? Ich nicht, du vielleicht? Sag mal, ist er schon aufgewacht? Wenn er schon wach wäre, würde man es sicher hören. Wollen wir ihn nicht allmählich wecken? Nein, lieber nicht. Ich finde, wir lassen ihn noch etwas schlafen. Das ist aber nicht gut für ihn. Wird er zu sehr verwöhnt, wird nichts aus ihm. Was fällt dir ein? Wie oft habe ich es dir schon gesagt? Ich rede mir noch den Mund fusselig. Wo hast du denn deine Gedanken, du dummer Kerl? Du bist der größte Esel, den ich je gesehen habe. Wie kann ein erwachsener Mann nur so dämlich sein? Wenn es noch einmal passiert, dann prügel ich dich, wenn du weißt. Sei etwas leiser. Oh, Herr, verzeiht. Dein Geschrei ist viel zu laut. Was ist denn hier passiert? Er ist ein richtiger Vollidiot. Gestern Abend hat er vergessen, die Tür abzuschließen. Dabei habe ich es ihm gesagt. Gestern Abend die Tür richtig abgeschlossen. Türen öffnen sich aber nicht von selbst. Aber ich habe sie doch wirklich abgeschlossen. Ich erinnere mich genau daran. Jemand muss wieder aufgeschlossen haben. Ist er nicht da? Daigoro, warum bist du wieder weggelaufen? Du hattest mir doch was versprochen. Findest du es bei uns denn so schrecklich? Warum bist du weggegangen? Ich werde dich bestimmt nicht schelten. Sag mal ganz ehrlich, du bist nicht gern bei uns. Ja, aber warum dann? Warum bist du von uns weggelaufen? Mai ngoni
テテゴトハゴト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